Heute schon wieder eine Mehrtagestour, dieses Mal in Hannover. Und bevor ich die Sachen packe und gleich zur nächsten Flixbus-Haltestelle hinlaufe, habe ich hier ein Fanpaket. Normalerweise öffne ich Fanpakete immer in einem separaten Fanpost-Öffnen-Video. Aber weil ich genau weiß, was hier drin ist und ich das für diese Tour auf jeden Fall gebrauchen kann, werde ich diesen ausnahmsweise jetzt schon öffnen. Und zwar dieser Paket, den hat mir Helmut zugeschickt. Ja, genau hier. Das hier, das ist meine Unterlegplane. Und hier mein, wie heißt das Ding? hier, meine Kopflampe. Und zwar bei der letzten Alpenbergwanderung, wo ich mit Helmut und Flötenmann unterwegs war. Da hatten wir die Sachen so verpackt gehabt, dass wir gleiches Gewicht hatten. Und so, dass halt ein paar Sachen, auch zum Beispiel in der Tasche von Helmut gelandet sind. Und wir hatten am letzten Tag hatten wir extrem Zeitdruck gehabt, weil wir fast den Zug verpasst hatten. Und unterm Zeitdruck hatte Helmut versehentlich diese Sachen noch bei sich in der Tasche gehabt und genauso mitgehen lassen. Und genau, und ich kann diese Kopflampe und die Unterlegplane auch jetzt gerade für diese Tour extrem gebrauchen. Und vielen Dank, Helmut, für das Zurücksenden der Sachen. Und jetzt? Jetzt werde ich die ganzen Sachen zusammenpacken. Und dann, glaube ich, in 1,5 Stunden muss ich los. Zur nächsten Flixbus-Haltestelle. Und dann nach Hannover hinfahren, Start kommt. Also ich habe das doch nicht geschafft, zu Fuß herzulaufen, deswegen bin ich in Straßenbahn eingestiegen und bin hergefahren. Und hier, guck mal, hier vorne steht, glaube ich, mein Flixbus rum. Ich werde da jetzt einsteigen. So, ich bin in Hannover angekommen und hier ist etwas kälter, das heißt, ich habe meine verschmierte Mütze und meine Jacke angezogen. Und ich werde mich später mit meinem Bruder treffen. Aber der kommt sehr viel später und ich werde mich gleich mit jemand anderes treffen. So, ich bin etwas weiter gelaufen und ich habe mich hier mit ihm hier getroffen. Moin. Mit Bennys Gemüsegärten. Er macht Gemüsegarten-YouTube. Genau. Und wir werden jetzt, das hier ist das Kaufland. Wir werden da jetzt erstmal Bier kaufen, Bier und nochmal Sachen kaufen gehen. Und dann zusammen ein paar Bierchen trinken. So, ich bin gerade reingegangen und ich habe hier Bier und hier Nudeln, weil ich werde später wieder kochen. Ja, und mir gibt es frische Eier. Richtig geil. Kannst du gut gebrauchen, oder? Ja. Sehr schön. Genau, erstmal ein Bier trinken. Prost. So, Sachen sind gepackt und wir laufen jetzt nach keine Ahnung wohin. Zu dorthin, wo es irgendwo so eine ruhige Sitzgelegenheit gibt. Benny hat Bierausscheidung gemacht. Das ist rübergeschwappt. Vergoldung. Das ist genauso rübergeschwappt, wie beim letzten Wochenende mein Kopf rumgeschwappt hat. Und das liegt hier auf dem Boden, hier, diese Flüssigkeiten. So, wir sind immer noch am Bier trinken. Und mein Bruder, der kommt, keine Ahnung, vielleicht so in einer Stunde ungefähr, plus, minus. Und genau, so lange trinken wir Bier zusammen. Guck mal. Die Sichtschlüpfer. Guckt euch mal das an. wir gelaufen jetzt durch da hinten, durch diesen Bahnhof durch. Genau, das weil der Platz, den wir vorhin hatten, der war
ganz windig gewesen und das war so ein richtig kalter Wind gewesen. Und deswegen suchen wir uns einen anderen Platz zum Bier trinken aus und laufen jetzt durch den Bahnhof durch. So, wir haben gerade bei McDonald's ein paar Burger gekauft, um uns das hier ins Maul reinzuschieben. Genau, tut so richtig gut. Bier-Power! Bier-Power! Wir sind wieder in diesem ranzigen, voll verranzten Bahnhof drin. Und wir fahren jetzt mit diesem Fahrstuhl hier hoch. Weil jeden Moment mein Bruder, der kommt hier auf diesen Gleis an. Und deswegen sind wir jetzt hier auf diesem Gleis drauf. So, der versüffte Zug kommt an. Und in diesem versüfften, verschmierten Zug, da sitzt mein Bruder drin und der kommt gleich rausgelaufen. Mein Bruder ist angekommen. So, wir warten gerade vor einem Rossmann. Und zwar nicht irgendein, sondern vor diesem Rossmann. Und weil mein Bruder, der hat Besteck vergessen und der wird sich jetzt Einwegbesteck holen. Wir laufen jetzt durch dieses Hannover durch. Nach zu dorthin, wohin mein Bruder navigiert hat. Und wenn wir dann später dort angekommen sind, dann werden die Eier von Bennys Gemüsegärten gebraten. Guck mal, eben gerade ist etwas ganz Fürchterliches passiert. Und zwar, hier liegt Flüssigkeiten rum. Und zwar nicht nur irgendeine Flüssigkeit, sondern das hier, das ist Bier. Weil ich habe aus Versehen diese Tasche, die ist mir von meinen Händen gerutscht und die ist dann auf den Boden gefallen. Und hier sind meine ganzen Bierflaschen. Und genau diese eine Flasche hier, die ist kaputt gegangen. Das heißt, das hat den Boden hier versaut. Und das ist richtig widerlich das ist richtig, richtig scheiße. Und hier drin, hier liegt noch Bier drin und mit den ganzen Restscherben. Ich werde diese Restscherben, inklusive das hier, und das hier, das werde ich dann gleich hier, der ganz hinten in den Müll reinschmeißen. Und jetzt laufe ich mit meiner Kühltasche wieder zum Wagen und die ganzen anderen Biere da reinzupacken, in meinen Wagen zu schieben und damit wir dann jetzt gleich weitergelaufen können. Richtig geil, oder? Nee, es ist scheiße. Es ist richtig beschissen. Es ist richtig widerlich. Das ist giftig. So, ich habe gerade meine ganzen Bierflaschen hier reingepackt. Guck dir diesen Pilz an hier. Bierausscheidung. Benny hat zum dritten Mal Bierausscheidung. Also dieser ganze Ausfluss, was hier rausgespritzt und geschmollt kam hier. Ja, genauso wie die letzte Rotze von den letzten Jugendlichen in Bushaltestellen. Genauso hat das gespritzt. Geprost. Das war richtig geil. Geprost. 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 Benni? Ja? Als ich mal im Wald war, da habe ich schon mal notdürftig hingeschissen. Und oh, da sind Gott, da ganz viele, diese richtigen Vollfettfliegen drauf gelandet. Ach, auf diese so ganz plötzlich. Innerhalb von 10 Sekunden oder so. Aha. Ich bin da gerade weggegangen und da sind da ganz viele Fliegen drauf gelandet. Ich glaube, so ganz plötzlich 10 Stück oder so. Und die haben das alles weggelutscht gehabt. Das war ein richtig geiler Anblick. Das hat bestimmt gut gerochen. Das war lustig. Oh Mann.
So, Benny muss gleich nach Hause fahren. Oder jetzt. Und mich hat das gefreut, diesen Gemüsegärtner kennengelernt zu haben. Mein Gesicht ist schon wieder so überblendet, weil mir diese andere Lampe fehlt, die ich beim letzten Mal zerstört habe. Jetzt habe ich diese Lampe, die irgendwie das Gesicht so sehr überblendet. Das ist voll scheiße, ich mag das nicht. Ich grüße dich, Jan Z. Auf dich werde ich jetzt 2 Bierpowers machen gehen. Bierpower 1. Bierpower 2. Vielen Dank für deine großzügige PayPal-Donation. Ich habe das Geld direkt in die nächste Filmleuchte investiert. Und zwar diese Filmleuchte, die ich bei der Lagerfeuer-Suff-Wochenende zerstört habe. Weil ich da besoffen über den Wagen rübergefallen bin. Dann ist sie da leider kaputt gegangen. Und diese Filmleuchte war gut gewesen. Weil hier, in diesem Video hier, da ist dieses Licht voll scheiße. Weil ich dann nicht diese Filmleuchte hatte. Und genau. Genau, die Filmleuchte ist bestellt. Und die nächsten Videos werden schon wieder mit einer besseren Lichtbildqualität gemacht. Aber genau, jetzt wird das eigentliche Video fortgesetzt. So, wir haben uns mit Bennys Gemüsegärten getrennt. Und wir laufen jetzt dorthin. Boah, scheiße. Ich bin hier vom Weg abgekommen. Ich sehe nichts. Wir laufen jetzt dorthin, wo uns mein Bruder navigiert hat. Und ich habe so einen richtigen Luftballonkopf. Und wisst ihr auch warum? Weil mein Kopf aus Luft besteht. Wir laufen jetzt 3,8 Kilometer nach diese Richtung. Diese Musik habe ich mal selber gemacht. Guck mal, wir haben hier ein verlassenes Haus oder wie das heißt gefunden. Und wir sind auf der Suche nach einem geeigneten Pennplatz. Deswegen begutachten wir dieses verlassene Haus. Und vielleicht finden wir dort einen Pennplatz drin. Okay, reinkommt gut, Mann. Nee, erstmal in den Keller rein. Das ist das Erste, was begutachtet werden muss. Vielleicht kann man sich hier irgendwie hinanlegen oder so. Ach, keine Ahnung. Nee, ihr fallt ja. Ja, so ein paar Räume. Was heißt denn? Mit Kabeln und. Hier Rohr was hier vielleicht Wasser runterpisst oder so hier in diesen Becken rein. Ist doch auch geil. Was hier diese Uringeräusche macht. Ich mag diese Uringeräusche. Und wie heißt das Ding nochmal? Hier vorne ist ein Feuerlöscher und hier geht es dann weiter hoch. Also wir waren gerade im Keller drin. Ja, hier wäre das so ein guter Pennplatz, auf jeden Fall. Ah, der Balkon. Balkon. Hier vorne ist abgeranzter Decke. Ah, guck mal den Boden an, der ist mit der richtigen Verranzung, was hier runter liegt. Das
Richtig geil. Und hier vorne ist auch irgendwie was. Heizung. Nee, hier ist nichts. Und hier ist eine Tri-Eppe. Toilette gefunden! Toilette! Alter, das glaubst du nicht. Guck dir das mal an. Das sieht aus wie eine wunderschöne Verranzung. Ich muss sagen, hier. Guck. Und hier auch. Das ist eigentlich auch ein geiler Platz, aber. Aber wegen den Fenstern, da kann man uns von draußen viel stärker sehen. Das ist das Schlechte. Hier ist auch ein Raum. Hier ist auch ein Raum. Hier ist ein ganz kleiner, winziger Raum. Noch mehr Toiletten. Und hier Badewannen mit Dreck dran. Und eine richtige verschmierigte Dusche. Richtig geil. So, jetzt dran. Schau mal. Noch eine. Ja, hier soll jetzt gleich ein Schocker kommen. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas Gruseliges soll ja angeblich sein. Keine Ahnung. Ja. Da ist hier. Heißen das Ding. Oh, ich finde, das sieht hier ganz, ganz chillig aus. Das ist ein super Pennplatz. Finde ich auch. Ja. Aber ich weiß nicht. Oh. Oh, hier muss man aufpassen, der Boden ist echt nicht so stabil. Aber hier ist nichts drin, außer diese Tische. Wir gelaufen jetzt zu unserem Wagen. Ich weiß nicht, wollen wir das andere Lost Place noch begutachten oder wollen wir hier pennen? Schauen wir uns beide an, erstmal. So, wir haben diesen anderen Lost Place gefunden, der ist genau nebenan. Und der sieht extrem einsturzgefährdet aus und der ist irgendwie auch kleiner als der andere Lost Place. Und nee, ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht, da reinzugehen. Und deswegen gelaufen wir da jetzt nicht rein, sondern wir gehen zum anderen Lost Place und werden dort dann pennen. So, wir sind wieder zurück bei unseren Sachen. Und wir tragen die jetzt rein zum Lost Place. Und oh Scheiße, mich regt das extrem auf, dass dieses Licht so extrem hell ist. So, guck mal. Hier ist unser Schlafplatz für heute Abend, beziehungsweise für heute Nacht. Und genau hier habe ich meinen Schlafplatz schon eingerichtet. Mein Bruder richtet seinen Schlafplatz dann gleich hier ein. Und ich habe hier schon drei Grableuchten hier angemacht, damit wir so ein bisschen Licht haben. Und irgendwas wollte ich sagen. Genau. Ich bin eine Kaulquappe. Und wisst ihr auch warum? Weil ich einen Schwanz hab. So, langsam Pocken kommen. Das heißt, weil jetzt Pocken kommen, werde ich erstmal diese Nudeln hier reinschmeißen. Und guck mal. Hier. Yeah, mein Bruder, der frisst das hier. Dieses komische Fertiggericht oder was das sein soll. Ja, Frikadellentopf. Dieses scheiß Licht ist viel zu hell. Genau, so ein Frikadellentopf. Und ich werde jetzt gleich diese Nudeln hier fressen, wenn die fertig sind. Und dann werde ich gleich die Eier von Benny fressen.
von Bennys Gemüse gern. Diese Nudeln, die sind fast so fertig wie mein Hirn. Es sieht richtig, richtig extrem frisch aus. Ist auf jeden Fall mega. Bin sehr gespannt drauf, wie das gleich schmeckt. So, mein Essen ist fertig und leider habe ich meinen Gewürzketchup vergessen. Das heißt, ich muss Nudeln und Ei ohne Ketchup essen. Und das werde ich jetzt machen. Ich muss sagen, ich habe schon lange nicht mehr so ein geiles Ei gegessen. Das schmeckt richtig geil. Ich glaube, ich mache gleich noch eine Portion davon. Das Ei gefällt mir richtig gut. Oh ja. Auf jeden Fall eines der geilsten Eier, die ich jemals gegessen habe. Guck mal, Leute, ich bin ein blauer Kokon und ich werde mich jetzt schlafen legen. Guten Morgen, wir sind wach. Ich habe hier vorne geschlafen. Mein Bruder hat hier geschlafen. Hier ist Tür. Hier vorne ist mein Bruder. Und hier vorne ist Balkon. Und irgendwie ist das hier draußen viel, viel wärmer als da drin. Da drin ist voll abgekühlt irgendwie. So, keine Ahnung. 3 Grad Wärme oder so draußen. Und schönes Wetter mit Sonne. Ich glaube, ich werde jetzt hier rausgehen und erstmal ein guten Morgenbierchen genießen. Guck mal, wir sitzen jetzt hier draußen hier auf diesen Holzpaletten rum. Also auf diese hier, die aus Holz bestehen. Und da drüben ist dieser Lost Place, wo wir heute Nacht gepennt haben. Und hier ist eine richtige Vollfettfeuerstelle. Da könnte man ein richtig geiles Lagerfeuer machen. Mit ganz viel Fett dran und sowas. Aber hier so ein Vollfettfeuer zu machen und hier auf diesen Paletten rumzusitzen, in so einer gechillten Runde. Das wäre richtig geil. Das wäre richtig geil. Das würde dann genau so ein Feeling machen wie bei der, wie heißt das Ding nochmal? Lagerfeuer-Suff-Wochenende. So habe ich das Video, glaube ich, genannt. Genau, Lagerfeuer-Suff-Wochenende. Guck mal! Wir sitzen hier schon seit ein paar Stunden hier auf diesen Paletten rum, weil wir haben richtig Bock drauf, diese Sonne hier zu genießen, die uns in unser Gesicht drauf scheint. Das ist richtig geil. Es muss mehr D3-Schepperung runterkommen. Es muss gegen unser Gehirn rein scheppern. Es muss richtig gegen die Stirn klatschen, wie die letzte Fliege, was gegen Stirn fliegt. Ich bin eine Drecksau. Yeah.
So, die Sachen sind vollständig eingepackt und jetzt laufen wir zur nächsten Stelle, wo wir die nächste Nacht übernachten werden. Und die nächste Stelle, die ist ungefähr 12 Kilometer Fußweg entfernt ungefähr. Genau da laufen wir jetzt hin. Guck mal, wir sind gerade aus diesem Lost Place hier rausgelaufen. Warte, guck mal hier. Dieser Müllsack mit dem ganzen Müll und diesen ganzen leeren Bierflaschen. Der wird mich die ganze Zeit nerven, bis wir den nächsten Mülleimer gefunden haben. Der wird richtig stören. Der wird durch meine Nerven durchgehen. Das wird richtig durchgeschoben. So, wir sind ein paar hundert Meter gelaufen und laut Navigation müssen wir nicht 12, sondern 14 Kilometer laufen zu der Stelle, wo wir heute noch pennen werden. Und ich glaube, ich zerteile das Video, beziehungsweise ich mache daraus zwei verschiedene Videos mit einem verschiedenen Titel. Und deswegen die Fortsetzung, wie wir heute Nacht pennen, das wird im nächsten Video oder so stattfinden. In einem separaten Video. Und zwar nicht als Teil 1 und Teil 2, sondern als zwei verschiedene Videos. Ich glaube, genau so mache ich das. Weil das habe ich mir genauso in meinem Kopf so erdacht, dass das so gut wäre. Das ist Gehirn. Leute, das ist ja alles gekommen. Mama Paradise. Mach einfach mal Paradise.